Hallo und herzlichst willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei uns bei Sofa Gaming. Und zwar mit mir alleine, dem Kundran. Und wie die meisten wahrscheinlich es schon erkannt haben werden oder vielleicht auch der Rest schon gesehen haben, handelt es sich um, ja, Mordor Schatten. Und ja, Singleplayer, dementsprechend bin ich alleine unterwegs. Gut, muss nicht unbedingt was heißen, wir haben auch schon Singleplayer zu zweit gespielt. Aber ich werde es alleine spielen. Und ja, wir gucken mal kurz, gerade ganz kurz, was ich für Einstellungen vorgenommen habe. Ich will mal ganz kurz die Videoeinstellung. Ja gut, Vollbild ist klar. Das ist alles kein Problem. Die allgemeinen Videoeinstellungen sind ziemlich weit runtergeschraubt. Ihr seht rechts unten meine Grafikkarte. Bin ich prinzipiell mit zufrieden, aber mehr möchte die nicht. Dementsprechend, ja, werde ich es relativ niedrig haben und gerade wenn ich aufnehme, eventuell, wenn ich zu stark Framedrops habe, werde ich mal gucken, vielleicht muss ich das ein oder andere noch ein bisschen weiter runternehmen, aber ja, wir versuchen es so und ja, hoffen wir einfach, dass es vernünftig klappt. Genau, wie ihr vielleicht sehen könnt, unten links an der Auswahl, ich werde das Ganze mit dem Controller spielen. Soll angeblich auch eine gute Maus- und Tastatur, genau. eine gute Maus- und Tastatursteuerung haben, aber ich glaube, also für mich ist so ein Spiel dann doch mit dem Controller eigentlich ganz angenehm zu spielen. So, ich bin hier gerade schon auf Spielen gegangen. Hier haben wir jetzt erstmal den Story-Modus. Das ist auf jeden Fall das, was ich euch hauptsächlich zeigen werde. Dann haben wir hier noch die Kriegsproben. Da können wir gegen irgendwelche Orks kämpfen, sammeln da keine Erfahrungspunkte. Ist so ein bisschen competitive-mäßig, zwar nicht gegeneinander, aber es gibt Bestenlisten. Nutze seine aktuellen Fähigkeiten, okay, das heißt, man kann den aktuellen Charakter benutzen, den man auch im Story-Modus hat. Und ich kann sogar alles, was ich hier mir irgendwie erarbeite, behalte ich dann sogar in meinem eigentlichen Spiel. Kann vielleicht ganz interessant sein, vielleicht werden wir da irgendwie zwischendurch mal eine Runde einschlagen, aber ich glaube, der Story-Modus ist erstmal das Interessantere. Hier haben wir noch irgendwelche Skins, wie wir aussehen können. Ich habe hier den normalen Skin und irgendwie den dunklen Waldläufer. Ja, wir spielen einfach erstmal mit dem ganz normalen Skin, den wir hier zur Verfügung haben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Mal schauen, was uns erwartet. Wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hat. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Okay. Der Heil! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? So, wir scheinen in der Vergangenheit anzufangen, so gesehen.
Okay, und das ist erstmal so ein bisschen Tutorial. Um deinen Vater zu bezwingen. Okay, Y ist also parieren. Kann ich jetzt hier auch schon bewegen? Kann ich hier irgendwie eigentlich fokussieren? Ne, fokussieren kann ich nicht. Okay, X ist angreifen. Der arme Sohn. What the fuck, wie ich auf ihn einprügel. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Du nicht mehr. So, RT drücken und X tippen. Für zum Hinrichten. Au. Denk an deine Ausbildung. Hm. Schöne Moves. Einmal auch wieder hinrichten. Ja, wenn wir hier schon so schön im Kampf gerade sind, kann ich ja noch mal so ein bisschen was sagen. Ich bin nicht der größte Herr der Ringe-Experte. Ich hatte aber einfach unglaublich Bock auf dieses Spiel. Ich habe natürlich die Bücher, die Filme geguckt, mehrfach auch. Und, ja, habe auch anderthalb Bücher der normalen Reihe gelesen. Aua. Hallo? Lass mich in Ruhe. Und, ja, dementsprechend, also, erwartet von mir hier nicht die tiefgründigsten Analysen, was es gibt. Ich werde den einen oder anderen Charakter auf jeden Fall erkennen. Okay, jetzt machen wir die Story mit. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Der Tod hat dich verstoßen. Soll der Kreis da jetzt drüber? Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Hören wir uns das jetzt an? Halte RT gedrückt, um zu schleichen. Die Liebe deiner Frau. Tanz am Strande von Anfallas, schlaf in See. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Schauen wir mal seinen Standardspruch. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wir sollten wie Krieger gleich uns gehen. Hier stinkt es ohnehin nach Tag. Ja, toter Tag. Köstlich. Okay.
Ja, also ihr merkt schon, in welche Richtung das Spiel geht. Es wird nicht umsonst mit Assassin's Creed zum Beispiel verglichen. Aber darauf will ich jetzt so stark eingehen. Ah, boah. Sieh dich ruhig um. Mordor. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Ein Fluss treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluss verbindet uns im Inneren. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Ja, da haben wir den Spieltitel und wir sind durchs Intro durch. Wir sind scheinbar irgendwas zwischen lebendig und tot. Das kommt mir bekannt vor. Ja, Y-Gegnerische. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich auch sagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. RB zum Erneuern. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Drücke A, um fortzufahren. Ja, ich will da nicht groß eigentlich drauf eingehen, aber das ist auch wieder auf jeden Fall so ein Element. Kennt man aus Assassin's Creed. Ich möchte das auf gar keinen Fall schlecht reden und ich freue mich auch weiterhin richtig auf dieses Spiel und das wusste ich auch. Aber bevor der ein oder andere schreibt, hey, das ist alles aus Assassin's Creed geklaut, will ich nicht abstreiten. Muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Die Reihe ist ja nicht umsonst ziemlich erfolgreich. Die schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Mirian. Ist das die Währung? Gott, das ist zum Beispiel jetzt sowas, um da nochmal eben ein letztes Mal drauf einzugehen.
Das wird man wahrscheinlich als absoluter Herr-der-Ringe-Fanatiker alle, oder Fanatiker klingt so negativ, das möchte ich auch gar nicht, als absoluter Herr-der-Ringe-Fan alles wissen, zum Beispiel Mirian, ob das jetzt die Währung ist oder ob das, ich weiß nicht, was es sein könnte, sonst ich gehe einfach mal von Währung aus. Wie gesagt, ich habe die anderthalb Bücher gelesen, die Filme mehrmals gesehen, den Hobbit habe ich gelesen und die ein oder andere Figur oder viele Figuren werden mir mit Sicherheit bekannt vorkommen. Alle bestimmt nicht. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich versuche so gut es geht immer, wenn ich irgendwas erkannt habe, was so die Geschichte nicht erfasst, was ich vielleicht aber weiß, das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ansonsten wollen wir einfach mal gucken, ob wir irgendwie unserem Helden helfen können. So. Halte A gedrückt, bewege dich nach vorne, um vor dem Sprung herabzuspringen. Einen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Hey, wir haben einen Bogen. Oder? So, halte LT gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte RT gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Ah, okay. Ich muss, glaube ich, einfach die Mitte treffen. Okay, ja, ganz ausgeklügeltes System, werde ich mit Sicherheit noch mich noch ein bisschen dran gewöhnen müssen. Das kennen wir schon mit dem Ex... Ah, haha. So, irgendwas da noch mit Fokus abwarten. Also normal, wie es halt so ist, beim, wenn man ein Spiel anfängt, man lernt erstmal die ganzen Fähigkeiten und Besonderheiten kennen. So, RB gedrückt halten und mit A verhören, okay? Gib deinen Verstand auf! Was weißt du über die schwarze Hand? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Was noch? Ich hatte einen Sklaven, der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft für ein Fass voll Grog an Gimub, den Sklaventreiber. Klingt so, als sollten wir diesen Gimub auftreiben. Dies sind Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke A, um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Okay, das ist der, den wir eben kennengelernt haben. Gimub der Sklaventreiber. Ach nee, das ist der, von dem er uns erzählt hat. Entschuldigung. Du hast Gimubs Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel der Sklaventreiber verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Er wird ein Sklaventreiber sein. Zudem hast du seinen Machtdrang erfahren. Da oben sehen wir es. Macht 4. Machtdrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Einblick darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtdrang bestimmt ebenfalls die Belohnungen, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene Macht, wodurch neue Fähigkeitsstufen freigeschalten, wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. So, Ziel befindet sich hier. Das ist also mein Hauptauftrag, okay? Der Zielmarker auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst. Ja, nicht so klar. So, drücke A, um dein Ziel zu markieren. Ist doch schon markiert. Soll das unser Ziel sein? Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen.
Okay, wenn wir das machen, dann können wir also auf jeden Fall darauf vertrauen, dass das, was wir dann erfahren, richtig ist, so wenn ich das richtig verstanden habe, denn wir hören nicht das, was er sagt, sondern wir hören wirklich das, was er denkt. Also so habe ich das gerade verstanden. So, goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Belohnung Mirian, um Verbesserungen zu kaufen. Also ist auf jeden Fall die Währung. So, Einführung Aufträge. Dir stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der erste, der Sklaventreiber, rette die Menschen in Mordor und finde die schwarzen Hauptmänner. Gut, das haben wir ja jetzt schon so mehr oder weniger da rausgehört, dass wir das machen müssen. Den ersten wissen wir jetzt auch schon, wo er ist. Das ist ja der Sklaventreiber. Und der Geist von Mordor, erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Alles klar. Auftrag abgeschlossen, 260 Erfahrung. Die Welt. Er war gerade was damit sehen. Mirian, diese Münzen. Okay. Frage, ob wir uns das immer komplett ansehen werden. Aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die Währung von den Elbenschmieden von Eregion geprägt. Okay. Das werden wir, glaube ich, nicht immer mitnehmen. Das haben wir sonst hier aber auch noch. Genau, hier hätten wir noch was über Mordor, über Muranon, Udun, Orodruin und Baradur. Das ist die Festung. Okay, und den Rest habe ich noch nicht entdeckt. Was habe ich hier noch? Visionen habe ich noch keine. Okay, das hier sind die Einführungen. Da kann ich im Zweifelsfall nochmal nachgucken, wenn ich was nicht weiß. Und das hier sind Personen. Das sind wir. Das ist seine, jetzt tote Frau. Sein toter Sohn. Wir sind ein Waldläufer. Haben wir auch schon rausgehört. Geister kennen wir auch. Das sind die Uruks. Also größere Orks, mächtigere Orks. Das kennt man ja auch aus den Filmen. Die dann hat Saruman dann ja so gesehen. Da hat Saruman seine Armee draus gemacht. Der Hammer Saurons, das wissen wir noch nicht. Also das weiß ich nicht so richtig. Den haben wir auch kennengelernt, der war auch nicht so nett. Schwarze Hand. Okay, wir lassen das mal mit dem Durchscrollen hier. Und gehen wieder in die Welt. Hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. So, da hinten wäre auf jeden Fall einer. Entfernung 715 Fuß. Das finde ich cool, dass das in Fuß gemessen ist, die Entfernung. Und nicht hier irgendwie Meter eingebaut worden wären oder so. Wir befinden uns hier. Hätten hier nochmal so einen Turm. Ah, dann wird uns auch angezeigt, wie viel wir dann sehen, wenn wir den erforschen. Hier hätten wir eine Nebenaufgabe. Und ich würde für den, was ist das hier? Da gibt es Artefakte. Ich würde sagen, für den Anfang, also so gesehen für diese Folge, setzen wir uns doch einfach mal gerade auf als Auftrag, den Sklaventreiber noch zu holen. Ich werde jetzt die erste Folge so etwa eine halbe Stunde machen, beziehungsweise schauen wir mal, wie... Man sollte meinen, dieser Ort würde nicht so schnell in Dunkelheit versinken. Wer redet da? Verdammt ist das düster. Ja, also wie gesagt... Wir werden es versuchen, irgendwie so eine halbe Stunde immer zu machen. Die erste Folge eine halbe und dann... Wer seid ihr? Kann ich mit euch irgendwas machen? Ich sollte meinen Satz endlich mal fertig bringen. Nicht, dass sie mich nicht zu einem Häuptling machen. Hab's verstanden. Du bist unzufrieden mit Redback. Dann schlitz ihm doch einfach den Hals auf. Kann ich irgendwie hoch? Nee. Die erste Folge etwa eine halbe Stunde und danach werde ich gucken... so 20 Minuten Folgen zu machen, aber wenn ich gerade mitten im Auftrag bin zum Beispiel, kann es auch mal länger gehen. Wenn ich gerade einen Auftrag bei irgendwie 18 Minuten abgeschlossen habe, dann kann es auch mal kürzer sein. Wer meine ESO-Folgen gesehen hat, der kennt das so ein bisschen. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. So, okay. Hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber... Frage, kommt die Wache da gleich wieder zurück?
So, Einführung Achtsamkeit. Das Symbol über dem Kopf des Uruks zeigt seine Achtsamkeit an. Gelb bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht. Rot bedeutet, dass ein Uruk dich gesehen hat. Halte RT gedrückt, um zu schleichen und den von dir verursachten Lärm zu verringern. Ja gut, das kennen wir ja schon. So, irgendwo wird die Patrouille hier, denke ich, nochmal kommen. So, ich habe eine Fähigkeit freigeschaltet, das gucken wir auch auf jeden Fall eben an. Oh mein Gott, hier gibt es auf jeden Fall mehr. Sammle XP, um Fähigkeitspunkte zu erhalten und mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten. Standard. Löse Machtkämpfe aus, um schnell an Macht zu gewinnen und neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. So, ich habe gelernt Hinrichtung. Oder habe ich das gelernt? Ich kann es wahrscheinlich jetzt hier auswählen, was ich machen möchte. Drücke Y und B, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um deinen Gegner hinzurichten. Aufladen der Trefferserie nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Okay, konterte Gegner stolpern rückwärts, werden betäubt und fallen zu Boden. Das klingt auch gut. Das hier scheint hier was nach unten freizusetzen. Angriff von oben. Ausschaltmanöver aus der Luft, RT plus X zum Töten unserer achtsamer Gegner. Stimme deine Lande genau ab, wenn du dich über ein Hindernis schwingst und dann, ja, okay. Schieße auf Feuerstellen oder Fässer, schieße, um sie explodieren zu lassen. Du bist immun gegen Schaden durch Feuer und Explosion. Betäube deinen Feind, B antippen und lass dann einen Klingenhagel auf ihn niederregen. X antippen. Oder drücke RB, um von oben herab auf einen Karagor aufzusitzen. Sobald du aufgesessen bist, kannst du mit ihm reiten, klettern und kämpfen. Ich würde sagen, ich gehe mal hier vorne und das hier mache ich. Ja, das möchte ich haben. Gut. Und weiter geht's. Riecht sonst noch jemand von euch diesen Gestank, der über das Lager zieht? Der da links guckt so ein bisschen zu mir hin. Das ist nicht ganz so gut. Also ich könnte sie auch anlocken, also irgendwie hätte mich hinter den Wagen stellen können. Und komm, den machen wir jetzt so. Oh Gott, ich habe noch mehr angelockt, glaube ich. Ha! Da hat sich meine Fähigkeit schon ausgezahlt. So. Der kam irgendwie von oben da noch runter. Den will ich mal gerade ausweichen. So eine Dreiergruppe direkt anlocken ist vielleicht nicht das Beste. Ich sag mal, die Hälfte habe ich schon mal hinter mir. Ich glaube, wir haben irgendwie bei 800 Fuß hatten wir angefangen. Genau, RT drücken und Y tippen, um Gegner anzulocken. Wer hat das gesehen? Eigentlich hat hier keiner ein Symbol über dem Kopf. Also ihr dürft nichts gesehen haben. Oh Gott, die da rechts. Die sehen mich aber auch gerade nicht. Ne, ich muss ja jetzt nicht jeden töten. Zwar anders als, ich nehme da nochmal gerade einen Assassin's Creed Vergleich, als da, wo wir ja ziemlich viele Unschuldige haben und als Assassine ja nicht unbedingt töten wollen. Hier sind alles Uruks, die haben es verdient zu sterben. Ah, hier kann ich den Auftrag starten erst, okay. Gut, dann gucke ich nochmal gerade, ob ich hier irgendwie die Sklaven befreien kann. Ob das was bringt. Vielleicht kann ich die aber freien. Nein, keine Geister. Hallo, ich wollte den packen. Okay, so viel zu dem Thema. Vielleicht kann ich davon ja nochmal einen befragen gleich. Erzähl mir doch mal was. Informationen sammeln. Kann ich irgendwas hier?
Wähle ein Ziel aus, um weitere Informationen zu erhalten. Du kannst die Schwächen eines Hauptmanns erfahren, indem du Informationen sammelst. Okay. Wir haben Identität bereits bekannt. Sammle Informationen, um Stärke, Schwächen herauszufinden. Da kann ich scheinbar. Furcht vor Ghoulen gerät in Panik beim Anblick von Ghoulen. Furcht vor Grauks gerät in Panik und Furcht vor Morgai-Fliegen gerät in Panik, wenn er von einem Schwarm Morgai-Fliegen attackiert wird. Okay. So, aber ich glaube, hier kann ich sonst nicht groß was noch machen. Dann töten wir den doch einfach mal. Der ist auf jeden Fall nicht mehr über. So, interessiert es irgendwie die Sklaven, dass ich das hier gemacht habe, oder? Ja, die sind auf jeden Fall geflüchtet. Gut, dann würde ich sagen, haben wir mal so eine erste Einführung ins Spiel erhalten. Und morgen werde ich dann einfach mal schauen, ob ich den ersten Hauptmann schon töten kann oder ob ich mich hier so dumm anstelle und eigentlich hätte lieber auch Nebenaufträge machen sollte und gleich einfach dick aufs Maul bekomme von dem Hauptmann. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein und ja, bis dann.